Servus, wie was echter Bayer sagen würde. Mein Kumpel Marv und ich, wir sind hier wieder am Start im Karwendelgebirge, Naturpark Karwendel. Wie dort auf einem Schild zu lesen ist, ältestes Schutzgebiet Tirols. Und da wollen wir jetzt eine kleine Wanderung unternehmen. Gestern noch ein bisschen Helles getrunken in München. Jetzt noch ein bisschen angeschlagen, beide leicht kaputt. Aber gleich soll es wieder hinaufgehen mit der Stimmung. Es geht ein bisschen bergauf. 2,5 Stunden Wanderung, ganz entspannt ist geplant. Marv hat den Plan, noch ein bisschen Pilze sammeln zu gehen, um heute Abend eine kleine Pilzpfanne zu kredenzen. Da sind wir mal gespannt, ob wir hier in den Bergen Pilze sammeln können. Herr Marv meinte schon, als passionierter Pilzesammler, Mischwald, also Laub- und Nadelbäume wären das perfekte Terrain. Ich glaube, er ist auch schon ein bisschen auf der Suche. Schaut auf jeden Fall gelegentlich immer mal auf den Boden, um zu gucken, ob dort ein Pilz zu sehen ist. Und jetzt haben wir kurz Rast gemacht, um erstmal auf diese atemberaubende Atmosphäre hier klarzukommen. Kennen wir gar nicht. Beide aus Norddeutschland. Und hier überall Berge, klares Gebirgswasser. Und jetzt haben wir noch die kurzen letzten Kilometer mit dem Auto und sind dann an unserem Startpunkt und werden den Berg hinaufsteigen. Jetzt steht er weg. So, kurze Status-Update. Status-Update Nummer 2, weil Marv, der hier gerade an der Kamera ist, hat eben nicht draufgedrückt. Nur gut, erzähle ich alles nochmal von vorne. Also, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, für unsere heutige Wanderung ein paar Pilze zu sammeln, beziehungsweise Marv ist der passionierte Pilzesammler. Er kennt 4 Sorten, die es ja allerdings traurigerweise anscheinend nicht gibt, oder wir haben sie nicht gefunden, oder keine Ahnung, irgendwelche Kühe haben ihr Geschäft dort verrichtet. Bedeutet im Endeffekt, wir haben heute keine Pilze gesammelt. Fällt unsere Pilzpfanne für heute Abend deswegen ins Wasser? Nein, denn es gibt auch Supermärkte, also müssen wir dort vorbeischauen, ein paar Pilze kaufen, ein paar Rinderstreifen und dann haben wir auch ein schönes Gericht nach unserer heutigen Wanderung, die nicht allzu heftig war. Wir haben hier den Panoramaweg gemacht und geeignet ist ja für Familien. Wir sind zwar keine Familie, wollten aber einfach eine entspannte Wanderung machen auf die Binsalm, die jetzt hier irgendwann nicht mehr so weit entfernt sein sollte, vielleicht 10 Minuten noch. Ich schaue auf meine Uhr, sie zeigt 3,58 Kilometer an. Ich glaube, höchster Punkt, den wir jetzt so erreicht haben von heute. Die Stimmung ist düster. Düster aber nicht, weil wir irgendwie schlecht gelaunt werden. Es hat sich ein bisschen zugezogen, leichter Nebel und ein paar Regentropfen, die auf unsere Köpfe jetzt tröpfeln. Aber geschützt sind wir durch unsere Hüte, bestens vorbereitet. Und ja, das ist das Status-Update eines entspannten Tages. Jetzt geht's weiter und wir sehen uns später. Einer trinkt ihr Bier.
Abschlussszene mit Marv? Ja, aber eine gute Runde, ne? Nicht zu anstrengend, ist viel zu leicht. Wir haben schön was gesehen. Ja, kann man mal machen. Marv und ich sind jetzt wieder im Auto nach gut. Ich muss mal auf die Uhr gucken, was haben wir denn überhaupt? So schnell kann ich das gar nicht aufrufen. Einen Moment mal bitte. 7,26 Kilometer Wanderung, also weitestgehend entspannt. 2 Stunden 42 haben wir gebraucht und haben uns echt viel Zeit gelassen dabei. War eine nette, entspannte, herbstliche Wanderung. Wir sind jetzt gerade wieder zum richtigen Zeitpunkt zurück. Draußen prasselt schon wieder der Regen auf das Dach des Autos und auf die Windschutzscheibe. Kurz Scheibenwischer aktiviert. Ja, jetzt geht's zurück nach München und kann man auf jeden Fall weiter empfehlen, die Route Binsalm, wenn man eine entspannte Tour mit der Family machen will. Ist jetzt nicht das Spektakulärste vom Spektakulären, aber also die Wanderung an sich, die Umgebung, das Panorama, schon atemberaubend, auch hier mit diesem Herbstlook und so weiter. Konditionell, alles easy machbar. Ja, und das war's von unserer Seite. Marv hinter der Kamera, Nils davor. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, kommentiert, ein Like etc. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao.